Ja, Leute, da wären wir wieder zur nächsten Folge von Tiny CR10 und heute habe ich mal wieder es erst abends geschafft, eine Folge aufzunehmen, denn früh morgens geht's bei mir in letzter Zeit runter und rüber, also vor der Vorlesung in dem Fall wieder. Ich hatte mir eigentlich vorgenommen, diese kleine Tradition, die entstanden ist, fortzusetzen, dass ich immer, bevor die Online-Vorlesung da startet, ein bisschen aufnehme und den aktuellen Stand hier zeige, beziehungsweise einfach weitermache, denn das gefällt mir an sich. Allerdings passt es in letzter Zeit nicht mehr ganz so gut rein. Generell neue Folgen aufzunehmen von Tiny CR10 ist schwierig geworden, weil ich, wenn ich mal aufnehme, mich auf die wichtigsten Folgen konzentrieren muss. Also das, was allgemein aktuell so kommen, zum Beispiel Infinity oder Tiny Aura 6, dann Tiny Hexe 3, Holzklotz, wie auch immer, was halt dran ist entsprechend. Und ich kann mich eben nicht mehr hier so wirklich drauf stürzen, weil ich ja sehr beschäftigt bin mit den Folgen. Also aktuell habe ich sehr, sehr viel zu schneiden. Was die erste Session Tiny CR10 angeht, da habe ich einfach übertrieben dieses Jahr. Ich habe es, glaube ich, letzte Folge genauso bereits angesprochen. Mittlerweile bin ich dann wenigstens schon fertig mit Folge 7, aber 3 habe ich mindestens noch vor mir aus der Together Session und Alter, das ist echt überlastend. Denn wenn ich so einen geringen Redeanteil habe und die anderen so einen hohen, dann habe ich entsprechend viel die Lautstärke zu kalibrieren, was ja immer schwierig ist wegen Discord, welches dafür sorgt, dass irgendwie alle 2 Sekunden die Lautstärke komplett hoch oder runter geht. Das ist richtig schlimm. Ich weiß auch nicht, warum das so sein muss. Ich glaube, mich erinnern zu können, dass das bei Skype damals nämlich gar nicht mal so schlimm war und erst seit wir Discord benutzen, ich immer wieder mit dem Problem konfrontiert bin. Jedenfalls will ich nur sagen, dass wir noch ein bisschen durchhalten müssen in dem Sinne und bald alles etwas besser wird von den Bedingungen her. Da habe ich hoffentlich auch mal wieder die Chance auf ein bisschen mehr freien Speicherplatz, weil ich entsprechend schneller die Aufnahmen durchschneiden kann. Ich habe das ja schon öfter erklärt. Ich glaube, in der letzten Folge ging es auch ziemlich präzise um das ganze Thema, aber auch um andere Geschichten wie zum Beispiel meine Vorlesung. Dazu will ich gleich auch nochmal weiterkommen, aber warte mal. In der letzten Folge hatte ich doch noch irgendwas anderes, oder? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich müsste nachgucken, wie auch der Titel zum Beispiel aussah. Aber in der vorletzten weiß ich, dass ich ja diesen Zusammenschnitt vorhatte und da nur quasi eine halbe Folge aufgenommen habe. Ja, das wird auch interessant später. Nur um es mir jetzt nochmal ins Gedächtnis zu rufen, zähle ich das auf. Allerdings wäre es gerade interessant, mal zu wissen, was noch davor passiert ist. Also das liegt halt schon wieder so lange zurück, dass mir das nicht mehr so schnell in den Sinn kommt. Doch das kann ich theoretisch jederzeit nachgucken und ich muss das eigentlich jetzt nicht unbedingt wissen. Ach so, ist das eigentlich Absicht hier mit dem Stein oder nicht? Ich habe es jetzt komplett weggemacht einfach, weil es schon danach aussah, dass das hier Resultat einer Creeper-Sprengung gewesen sein muss und deswegen habe ich mich mal hier so darum bemüht. Generell kann ich ja an einigen Stellen eigentlich aktuell die Stadt weiter auf Vordermann bringen. Wir hatten in der Vergangenheit bereits Dinge gesehen, die gefixt werden müssen. Allein schon irgendwelche Schäden, die durch Enderman entstanden sind und so weiter, das muss natürlich genauso wie in Tiny CR9 gemacht werden, nur nicht in der Intensität hoffentlich. Das hatte ich an der einen oder anderen Stelle bereits angekündigt, aber ich würde sagen, heute geht es dann mal um mein anderes Studienmodul. Also erstmal vielleicht zum Einstieg. Ich habe gerade mich noch um die Prüfungsanmeldungen gekümmert für dieses Semester. Da ist mir auch einiges aufgefallen, wie zum Beispiel, dass wir doch 3 Wahlmodule machen müssen und nicht nur 1 während der gesamten Masterzeit. Das ist auf jeden Fall wichtig zu wissen, denn da war es jetzt schon die richtige Entscheidung, direkt die erste Projektwoche mitzunehmen, was dann als ein Wahlmodul bereits zählt. Also die Credits habe ich nun auch gut geschrieben bekommen, was mich sehr freut, denn es war zwischendurch nicht ganz klar, kriege ich die jetzt oder nicht, ne? Ich hatte das in der einen Folge ja auch schon erklärt. Das müsste sogar die vor 3 Videos gewesen sein oder vor 4. Eine von dieser Zeitspanne jedenfalls und da bin ich doch froh, wenn das Ergebnis schon so positiv ist. Ansonsten ist mir aufgefallen, dass teilweise Module über 2 Semester hinweg angezeigt werden, wie zum Beispiel 1 der 3 Module, woraus ja unser Forschungsprojekt besteht. Und jetzt habe ich schon wieder ein bisschen Angst davor, dass wir nächstes Semester auch noch Unterricht darin haben und es eben nicht sich mit diesem Semester erledigt hat. Also eigentlich ist es ja so vorgesehen und dass wir dann im nächsten Semester eigentlich nur noch unter
uns an der Arbeit selber schreiben und diese Ende des Semesters circa abgeben, wie das bei der Forschungsarbeit im letzten Jahr geschehen ist. Aber nun wirft das hier schon wieder einige neue Fragen auf, was ich gesehen habe. Und ich habe halt keine Lust, mich dann im nächsten Semester zusätzlich zu allen anderen Modulen, die wir haben werden, genauso zu den Sachen zu treffen, die wir jetzt eigentlich abschließen wollten. Denn allgemein ist das nächste Semester ganz schön vollgepackt und da weiß ich auch noch nicht genau, wie ich das eigentlich alles unter einen Hut bringen will, aber ich guck dann mal, wie ich das gestalte. Da muss ich wahrscheinlich auch einige Dinge noch schieben, mal sehen, und ich werde euch auf dem Laufenden halten, wenn es soweit ist, definitiv. Etwas Zeit haben wir ja immerhin noch, aber ich bin eben ein Freund davon, schon möglichst frühzeitig sich Gedanken zu machen, zum Beispiel auch zu dem Einstufungstest, den ich dann für die Englischmodule absolvieren muss. Da habe ich nun auch schon einige Sachen abgeklärt, den kann man nämlich eigentlich erst am Semesteranfang machen, aber auch zum Beispiel schon im Januar, und wenn ich das frühzeitig weghaben kann, bin ich definitiv dankbar, denn ich denke, zum Semesteranfang habe ich genug andere Sorgen und Module, die ich mir erstmal anschauen muss. Also ich muss es echt irgendwie hinkriegen, dass ich alles so gut wie möglich verteile auf alle möglichen Zeiträume, die mir bleiben, und habe mir auch nicht ohne Grund bereits sehr viele Gedanken gemacht, wie ich dann das übernächste Semester und das danach noch irgendwie nutze und was ich wohin schiebe etc. Jetzt muss ich eben noch bedenken, dass ich dann auch wieder bei den entsprechenden Projektwochen mitmache, weil ich ja die Wahlmodul-Credits brauche, aber gut, das sind eben jetzt eher noch Detailfragen. Ansonsten muss ich halt schauen, wie die hauptsächlichen Module sich entwickeln, auf die es eigentlich die ganze Zeit ankommt, und ob ich sagen kann, naja, da kann ich noch ein bisschen mehr in dem Semester machen und da nicht. Und hier hat man wahrscheinlich jetzt ein ganz schön lautes Knacken im Hintergrund gehört. Das ist wieder so eine komische Plastikflasche, die einfach, wenn sie ungefragt irgendwo rum existiert, sich mal wieder meldet. Jedenfalls habe ich gerade schon wieder keine Erde mehr dabei, deswegen würde ich mir mal die Koordinaten 800 und minus 1500 merken. Dann fliegen wir kurz zurück und ich kann hier den Rest noch aufschütten, bevor ich mir jetzt wieder random neue hole und da alles umgraben muss. Das ist ja auch mit der Wurst nach der Schale geschmissen, wie man so schön sagt. Ansonsten kann ich aber auch mal noch ein bisschen über die Projektwoche reden. Ich hatte eigentlich ein anderes Thema vorgesehen, aber die Folge ist jetzt schon zu fortgeschritten, um das noch anzureißen. Das eignet sich eher mal zu Beginn eines anderen Videos, aber Alter, was ist denn hier eigentlich los? Die Lecks, das hört ja gar nicht mehr auf, hey. War das aber mit dem Strand hier übrigens schon vor einer Weile oder ist das neu dazugekommen? Ich kenne das eigentlich noch gar nicht bislang. Also so langsam kotzt mich das an hier mit dem ganzen komischen Leckkram. Also hört das mal auf oder wie ist das jetzt? Guckt euch das an, wie verbuggt das ist. Vor allem, ich fliege nicht mal vom Server. Vorhin hatte ich auch so eine Phase, wo ich eine Minute lang irgendwie so einen Zustand hatte und dann war alles normal. Okay, da musste ich jetzt einfach rejoinen. Dann funktioniert das vielleicht einigermaßen. Und oh, hier kann ich auch noch einige Einzelblöcke wegmachen. Sehr gut. Da drüben, das ist vor allem alles nur hingebaut, so temporär, weil man sich hier lang gesteckt hat. Also da braucht man echt nicht mehr weiter drauf zu setzen, dass das hier bleibt. Okay, aber wegen des Themas, um jetzt endlich darauf zurückzukommen, muss ich sagen, dass ich mich während der Projektwoche schon ganz schön erschöpft gefühlt habe. Also das ist doch mehr auf die Kräfte gegangen, als ich es vorher eingeschätzt hätte, und ich weiß auch nicht, ob ich nicht mehr belastbar genug bin, was das angeht, weil man sich ein Stück weit auch an eine ganz andere Form des Unterrichts gewöhnt hat. Das war nämlich mal wieder wie in der Schule, dass du wirklich einfach anwesend sein musst hauptsächlich, und dann sind ständig irgendwelche Stehkreise gewesen, weißt du, halt so richtig typisch Projektwoche, wie man sich das manchmal in der Schule auch vorstellt, oder ich weiß nicht, ob es das an anderen Unis in ähnlicher Form gibt, so als interdisziplinäre Form, wo also Leute aus allen möglichen Studiengängen zusammentreffen und ein allgemeines Thema mehr oder weniger bearbeiten. Problem war eben, dass der ganze Stil und die Länge, auch wie lange man dann anwesend sein musste etc., dafür gesorgt hat, dass ich teilweise sehr, sehr fertig war, weil man das nicht wie so einen normalen Studientag eben ganz normal abhaken kann, oder es kommt einem auch so sich ewig in die Länge ziehend vor, weil man ja auch nicht wirklich was lernt oder so, sondern teilweise wirklich ewige Wartephasen hat, wo man jetzt erstmal irgendwelche Kleinigkeiten nur in der Gruppe macht oder darauf wartet, bis alle anderen Gruppen zum Beispiel ihre bis jetzigen Ergebnisse vorgestellt haben etc. Und irgendwie schlaucht das mehr als ein normaler Studientag, wo man seine ganz normalen Fächer hat, da lernt man halt was oder
Charakter ist irgendwie produktiv und sicherlich hinterher auch erschöpft ein bisschen. Aber dadurch, dass man sich eigentlich mit etwas beschäftigt hat, wo man auch den Sinn dahinter sehen kann, ist es nicht so, dass einen das so runterzieht und körperlich fertig macht von wegen, boah, Alter, das ist gerade so schleifend und oh, irgendwie du weißt wirklich, wie dir die Energie gerade so schnell geraubt wird. Ich kann das auch nicht besser erklären teilweise. Vielleicht fällt mir später noch irgendwas dazu ein, wenn ich mal über andere Themen nachdenke, die damit in Verbindung stehen einigermaßen. Ich habe demnächst auch noch ein anderes Thema, was eigentlich etwas dazu passt, aber nicht unbedingt. Da muss ich mal gucken. Jedenfalls habt ihr es in dem Fall heute schon gehört und da wisst ihr Bescheid, wenn ich mich nochmal darauf berufe. Und Alter, schon wieder die Flasche, das gibt's doch nicht. Jedenfalls danke fürs Zusehen an der Stelle und bis zum nächsten Mal. Tschüss.